Herzlich willkommen bei Smoke Wolkes Bastelecke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meinen bewegten Bildern und meinen Worten zu folgen. Es dreht sich heute um mein Spaßbike. Wenn man sich so ein Bike holt, sollte man vorher gucken, was man alles lesen kann und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ich habe also festgestellt, dass das Fahrwerk sehr hart ist und ganz schön ruppelt, wenn die Straße ein bisschen uneben ist und wenn man nicht aufpasst, sich ganz schnell auf dem Bad legen kann. Und dann habe ich im Nachhinein gegoogelt und habe dann viel gelesen über die Stoßdämpfer. Und zwar, ja, sind das Fake-Stoßdämpfer. Einmal die sogenannte Kartusche da, die Katze abdrehen, da passiert gar nichts. Da ist also weder ein Gas drin, weder Luft drin, nichts, gar nichts, Fake. Dann ist da ja eine Feder rumherum. Und da unten drunter befindet sich ein Zylinder. Die Frage, die sich jetzt stellt, was ist das für ein Zylinder? Ist da nur Luft drin, Hydraulik drin oder Fake? Und ich habe da viel gelesen und recherchiert und habe da nicht viel rausgekriegt, außer dass einige Leute ja den Stoßdämpfer gewechselt haben und dass sich dann gravierend das Fahrverhalten der CP6 sich verändert, nämlich zum Besten. So, dann habe ich mich jetzt hingesetzt, habe eine ganze Woche gegoogelt, wie eine Wahnsinnige. Nach Stoßdämpfer. Und ich kann euch sagen, ich wusste nicht, dass es so viele Modelle an Stoßdämpfer gibt. Es sind mehrere Kriterien, wonach man gucken muss. Einmal nach dieser Feder. Ist sie im Durchmesser zu groß, hat man Probleme mit dem Kotflügel. Dann wird das da mächtig schaben und eventuell, naja, auch so weit schaben, dass irgendwann der Kotflügel kaputt ist. Und das sieht doch unschön aus, wenn da die Farbe abgekratzt wird. So, und der originale, also diese originale Feder, hat einen Durchmesser von 50. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Stoßdämpfer es gibt, 8 mm, 10 mm von dieser Feder die Stärke. Das heißt, sobald man 8 hat, kannst du es schon vergessen, weil dann hast du auch den kompletten Durchmesser von 60. Und 60 haut nicht hin. Schleift am Kotflügel. Also guckt man nach 50. So, das ist das nächste. Dann kommen wir auf diese sogenannten Bohrungen. Diese Ösen in den Stoßdämpfern, oben wie unten, wo die Schraube durchgeht, womit der Stoßdämpfer am Rahmen befestigt wird. Da gibt es einmal 12 mm, zu groß, passt nicht. Wobei bei den Stoßdämpfern, wo 12 mm Ösen sind, ist auch die Durchmesser der Wicklung größer. Also schon mal abhaken. Dann kommen wir zum nächsten, 10 mm.
Ja, da gibt es dann wie Sand am Meer, wo aber wie gesagt die Spirale nicht passt. Dann findet man welche. Du hast die 10 mm Öse, du hast auch die 50 mm Durchmesser. Ja, aber wie gesagt, 10er Ösen. Jetzt gibt es bei vielen Stoßdämpfern, kann man lesen oder kann man auch nachträglich kaufen, noch vier Distanzhülsen, die man da einsetzt von 10 auf 8. Da habe ich auch einiges drüber gelesen, nämlich über das Material dieser Hülsen. Das heißt, du hast den Stoßdämpfer mit der 10er Öse und setzt diese Distanzstücke da ein, diese Distanzhülsen. Das Problem ist das schitte Material, ist der ruckzuck durchgescheuert und dann fängt die ganze Kiste an zu schwimmen. Und da wird ein Weilchen dauern, bis du dahinter kommst, woran es liegt. Und ob das so begeisternd ist, da so Hülsen einzusetzen, da war ich gar nicht von begeistert. Wie ich das dann gelesen habe, dass es bei diesen Hülsen Materialprobleme gibt. Woher will man wissen? Ist das Material gut? Ist das Material nicht gut? Was für eine Qualität haben diese Hülsen oder diese Distanzstücke? Also, ich wollte mich da nicht drauf einlassen und die verlangen da auch richtig Geld für. Ich meine, wer billig kauft, kauft mehrmals, aber billig muss nicht immer unbedingt schlecht sein. Aber ich wollte keine Experimente machen. Also habe ich gesagt, das mit den Hülsen, das lassen wir mal lieber. Also, Ergebnis: 50er Wicklungdurchmesser passt. 8 mm Öse passt. Habe ich gefunden. Und zwar für Zündapp, für Kreidler, für Simson, für Monkey und noch ein paar andere. Ja, das nächste, was aber jetzt das Problem kommt, ist der Lochabstand. Also mittig der oberen und der unteren Aufhängung von dem Stoßdämpfer. Das heißt, die Verbindung vom Rahmen zur Traverse. Ja, da gibt es dann 320, da gibt es 305, da gibt es 310, da gibt es 290, da gibt es 280, 270, 250 und so weiter. Also en masse an Längen. Wo es da wiederum variiert mit der Bohrung. Hat man einen, der vom Abstand passt, passt die Bohrung nicht. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, da kräht keine Sau nach, weil du musst mit dem Bike nicht zum TÜV. Also interessiert das kein Mensch, ob dein Stoßdämpfer, die du da einbaust, 5 mm zu hoch ist oder 10 mm zu hoch ist oder 5 mm zu tief oder 10 mm zu tief. Das heißt die Länge, ne? Je kürzer, je tiefer kommt auch der ganze Rahmen.
könnt mir folgen, ne? Es gibt ja so Bike-Begeisterte, die zum Beispiel eine Enduro haben und da irgendwo im Gelände mit rumheizen. Hatte ich auch, als ich ein bisschen jünger war, meine Knochen nicht von der Arthrose gepeinigt, bin ich oft in Haltern auf dem Panzerfriedhof mit einer 200er Enduro gefahren. Hi, gib ihn. Und die Panzerjäger hinter mir her. Hatte ich da einen Heidenspaß früher dran. Ne? Es hat Wochen gedauert, die haben mich nie gekriegt, bis sie gesagt haben, so, jetzt kriegen wir den, jetzt kriegen wir den. Ne? Dann waren die mit mehreren Mann und da haben sie mich gepackt. Und dann sagte der eine gleich, ja, willkommen bei uns im Knast. Ich nehme den Helm ab, der guckt mich an. Oh, für Frauen haben wir keinen Knast. Ich sag, ja, Pech gehabt. Habe ich eine schriftliche und eine mündliche Verwarnung gekriegt. Danach bin ich nie mehr gefahren. Naja, egal wie auch immer, das ist Geschichte. Und da hatte ich auch an meiner Enduro, weil ich ja nicht, auch nicht gerade von Größe geprägt bin, von Körpergröße, hatte ich immer Probleme, auf mein Bike zu kommen. Also habe ich da einfach kürzere Stoßdämpfer reingesetzt. Und dann kam automatisch die Höhe wurde verringert. Stoßdämpfer kürzer. Ne? Automatisch kam mein Bike tiefer. Beim TÜV ist das nie aufgefallen. Beim TÜV ist das nie aufgefallen. Hat nie einer kontrolliert. Beim Auto, wenn du dein Auto tiefer legst, mit einem anderen Fahrwerk, fällt sofort auf. Ne? Bei so einem Bike, wenn der Titten mit dem Arsch plötzlich 10 cm tiefer sitzt, das fällt da überhaupt nicht auf. Gar nicht. Gar nicht. Also habe ich geguckt, da ich eh Probleme beim Aufsteigen habe, wegen meinen kaputten Knochen, habe ich gesagt, setzt er da keine 300er, sondern 290er. Also, ergo 290er gesucht. 290er mit der Verschraubung. 50 mit der Wicklung und 8 mm in der Bohrung, der Aufhängung. Ja, Leute, ich kann euch sagen, das hat einen ganzen Tag gedauert. Ich weiß nicht, wie viel Stoßdämpfer ich mir angeguckt habe. En masse. En masse. Und preislich gesehen, ja, holla die Waldfee. Ich bin doch nicht bekloppt und zahle 250 Euro für einen Stoßdämpfer. Sind die noch ganz dicht? Und wenn man sich überlegt, ich habe jetzt, habe ich diese Fake-Stoßdämpfer dran, wo mit Sicherheit weder eine Hydraulik ist und die Feder, die da rundherum ist, mit Sicherheit auch keine besondere Güte ist. Die ich mir jetzt aber bestellt habe, das sind Hydraulikstoßdämpfer. Auch für Austausch, für Kreidler, Zünnab, Monkey, ach und noch irgendwelchen Simpson und noch andere Mopeds. So, und was für eine Kreidler und für eine Zündab gut ist und für eine Monkey, das ist auch für mein Spaßbike gut. Und die habe ich dann bestellt und habe jetzt bezahlt. Verdammt nochmal, weiß ich gar nicht. Um die 50 Euro. Genau, den Preis habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. 50 Euro. Also habe ich gesagt, die nimmst du jetzt. Und die sind, auch wenn sie billig sind, mit 50 Euro, besser als die, die da drin sind.
Und da, wo ich gegoogelt habe, die hatten alle so geschrieben, der eine hat 60 bezahlt, der andere hat 80 bezahlt, der andere hat 90 bezahlt. Keiner von denen hat angegeben, was für ein Stoßdämpfer die da verbaut haben. Weder eine E-Mail stand dabei, wo du rauskriegen könntest, ja, oder den anschreiben. Bei einem, der hatte eine E-Mail, da habe ich hingeschrieben, Antwort, ne, kannst du vergessen. Naja, der Beitrag liegt 2 Jahre zurück. Naja, was soll's. Also wie gesagt, ich habe jetzt bestellt. Die kommen sehr wahrscheinlich morgen. Und dann kriege ich Spaß in den Backen, die da reinzukriegen. Denn wenn man beide rausschraubt, klappt das Ganze zusammen. Blöde, ne? Ja. Wenn du jetzt einen rausnimmst, jetzt ist ein 300er da drin und dann macht man einen 280er rein. Kein Problem. Ganz mit Spanngurt kannst du den Rahmen, die Traverse hochziehen zum Rahmen, dass der 280er reinpasst. Jo. Und dann kriegt man den 300er raus. Ne, sobald du den letzten Millimeter mit der Schraube hast, knallt der nach unten weg. Der Stoßdämpfer zumindest. Also, ergo, muss ich mir was einfallen lassen, wie ich den Austausch von 300er auf 280er mache. Und das werde ich euch dann in meinem zweiten Video zeigen. Und jetzt erst einmal tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi und weg. Bis dann, bye.